Wie kann man als Fotograf 2024 einfach Geld verdienen? Das habe ich ChatGPT gefragt und werde in diesem Video auf die Vorschläge reagieren. Das ist der zweite Teil mit 5 weiteren Vorschlägen. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, Link ist hier oben oder in der Videobeschreibung. Jeder Hobbyfotograf denkt irgendwann mal darüber nach, mit seinen Fotos auch Geld zu verdienen, oder? Aber wie stellt man das am besten an? Ich kenne unzählige Fotografen und würde behaupten, auch so ziemlich jeden Bereich, mit dem man als Fotograf irgendwie Geld verdienen kann, zu kennen. Aber deshalb bin ich umso mehr gespannt, was die KI ChatGPT mir für Vorschläge gibt und ob da was für mich vielleicht auch mit dabei ist. Ich werde auf die Vorschläge reagieren und meine persönliche Meinung dazu geben und du kannst das natürlich auch in den Kommentaren. Gib jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Blogging und Content-Erstellung. Wenn Sie gerne schreiben oder Videos erstellen, können Sie einen Blog oder YouTube-Kanal über Fotografie starten. Hey, was für eine gute Idee. Mit Werbeeinnahmen und Sponsorings kann dies eine zusätzliche Einkommensquelle sein. Sagt ChatGPT. Sicherlich keine schlechte Idee, allerdings sehe ich das heutzutage eher als Werbemaßnahme, als ein durchdachtes Geschäftsmodell und vor allem ist es auch nicht einfach. Ich sage immer, als Creator oder Blogger musst du mindestens ein Jahr hustlen und wirst in dieser Zeit sehr wahrscheinlich kein Geld verdienen und viel Zeit und auch Geld ausgeben. Und dann irgendwann kannst du so ein kleines Beibrot verdienen. Und wenn du ganz viel Power und Energie reinsteckst, netzwerkst und wirklich auch Mehrwerte bietest, dann kannst du auch langfristig damit erfolgreich sein. Du kannst, aber da steigen die meisten schon aus. Mal ehrlich, wie viele kennt ihr in Deutschland, die das erfolgreich tun? Eine Handvoll vielleicht. Ist es möglich? Ja. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ist es einfach? Ich kann euch sagen, nope. Ich verdiene mein Geld auch zum Beispiel gar nicht mit YouTube primär. YouTube ist für mich einfach nur Werbung. Für mich als Person, für meine Firmen, die Produkte mit Mehrwert für Fotografen und für Outdoor-Fans bieten. Die reinen Werbeeinnahmen hier bei YouTube, die sind viel zu wenig, um davon zu leben und schon gar nicht mit Mitarbeitern noch. Mit Sponsorings bleibt ein bisschen was übrig, aber das bekommt man erst, wenn man bekannt genug ist und konstant abgeliefert hat. Also nichts Einfaches und nichts Schnelles. Also ich würde das nebenbei machen und neben Bildern, die man vielleicht sowieso schon postet, auch mal ein Reel mit Mehrwert für die Zielgruppe, die man ansprechen möchte, aufnehmen. Am besten auf Instagram oder TikTok, gar nicht primär so auf YouTube. Vielleicht alle paar Wochen mal ein YouTube-Video, ein bisschen aufwendiger, im eigenen Blog auch was machen, aber eben immer als reine Werbemaßnahme verbuchen. Aber aktiv damit Geld zu verdienen, das ist ein Fulltime-Job. Das ist nichts Leichtes und ja, ich würde es jetzt nicht einfach so empfehlen. Nummer 2. Bildbearbeitung und Retusche. Viele Fotografen und Unternehmen suchen nach externer Hilfe bei der Bildbearbeitung. Diese Dienstleistungen können oft von zu Hause aus erbracht werden und erfordern nur grundlegende Softwarekenntnisse. Sagt ChatGPT. Das habe ich tatsächlich mal getestet auf einer Freelancer-Plattform namens Fiverr. Kennt ihr vielleicht? Das Video dazu gibt es hier oben verlinkt. Könnt ihr euch ja mal angucken. Das kann als so ein Beibrot super ortsunabhängig tatsächlich funktionieren. Besonders wenn man gut ist und sich spezialisiert hat auf bestimmte Needs der Kunden und Bereiche, die nicht jeder einfach machen kann. Also einfach ist es nicht. Wer zusätzlich noch Englisch spricht oder mit Translator einfach arbeitet, der kann Kunden aus der ganzen Welt bedienen. Gleiches gilt auch für Videoschnitt, genau wie Bildbearbeitung. Allerdings sind die Datenmengen bei Schnitt natürlich viel, viel größer als jetzt einfach nur bei Fotos. Also wer sagt, Bildbearbeitung, das macht mir richtig Bock und da bin ich auch richtig gut drin, das wäre tatsächlich etwas, das man machen kann. Und es ist relativ einfach, damit von überall auf der Welt eigentlich Geld zu verdienen. PS, extra Tipp, wenn man als Fotograf an besonders schönen Orten wohnt oder regelmäßig ist, dann kann man auch auf solchen Freelancer-Plattformen fotografische Dienste anbieten für zum Beispiel Produktfotos an schönen Orten, also Outdoor. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Nummer 3. Immobilienfotografie. Bieten Sie einfach Fotopakete für lokale Immobilienmakler an. Diese Jobs sind in der Regel schnell und unkompliziert, da sie oft nur eine begrenzte Anzahl von Aufnahmen pro Eigentum erfordern.
sagt ChatGPT. Finde ich keinen so schlechten Vorschlag, allerdings sind viele Makler super lazy und machen einfach mit dem Handy schnell selbst ein paar halbgute Fotos, bevor sie jetzt einen Fotografen beauftragen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen und große Immobilienfirmen, die weltweit agieren, die das anders handhaben, aber oft verkaufen die einfach auch ohne gute Fotos, so traurig es ist. Wenn es aber in eine bestimmte Preiskategorie dann auch geht oder um spezielle Arten von Immobilien, dann kann das durchaus schon ein Geschäftsmodell sein. Besonders irgendwie in Ferienregionen, für Vermietung vielleicht auch zusätzlich noch, nicht nur für Verkauf oder eben ja, Verkauf für besonders teure Objekte. Ich würde dann aber nicht nur Foto anbieten, sondern auch 360-Grad-Aufnahmen, Drohne, vielleicht sogar Video und die Preise dann in Paketen staffeln. Also der Vorschlag ist gut, einfach ist relativ, aber es ist auf jeden Fall machbar, wenn man sich damit beschäftigt. Deshalb Daumen hoch! Und gleich geht's weiter mit dem vierten Vorschlag, der ist ebenfalls ziemlich gut, aber erstmal zum Sponsor des heutigen Videos. Mein Jaworski Carbon-Stativ für Landschaftsfotografie. Jetzt standardmäßig mit gratis Smartphone-Adapter und Gelenkarm. Dein Stativ am Stativ. Super stabil, unverschämt leicht und ultra langlebig. Gemacht für den professionellen Outdoor-Einsatz. Erhältlich im Komplettset mit Spezial-Kugelkopf in zwei verschiedenen Größen. Kompakte 1,30 Meter Höhe oder extra hohe 1,70 Meter. Mein Jaworski Carbon-Stativ jetzt reduziert auf www.lernvonben.de. Produktfotografie. Viele kleine und mittlere Unternehmen benötigen Produktfotos für Online-Shops. Die Einrichtung eines kleinen Heimstudios kann es ihnen ermöglichen, diese Art von Aufträgen effizient und regelmäßig durchzuführen. Sagt ChatGPT. Finde ich gar nicht so schlecht, die Idee. Muss ja auch gar nicht nur jetzt klassisch Produkt vor weißem Hintergrund, irgendwie ein Freisteller oder sowas sein, sondern wie vorhin auch schon erwähnt, kann man sowas auch Outdoor machen. Oder vielleicht sogar mit einem Hund, wenn man einen Hund hat. Oder einer Katze. Oder Freund und Freundin. Hier wäre so eine Plattform wie Fiverr tatsächlich auch wieder eine gute Anlaufstelle, um diese Dienste einfach weltweit anzubieten und ja, Kunden weltweit anzusprechen. Wenn man den Platz oder eben diese Location hat und die Skills und das machen will, ich glaube, das kann funktionieren. Auch mobile Produktfotografie kann gut funktionieren. Also wenn man sich entsprechend ausrüstet, zu Firmen hinfährt und vor Ort dann einfach die Produkte fotografiert mit einem mobilen Set, vielleicht sogar in verschiedenen Varianten. Also, guter Vorschlag von mir, Daumen hoch. Nummer 5. Fotokurse. Halten Sie einfache Einführungskurse in Fotografie. Entweder online oder persönlich. Diese Kurse richten sich an Amateurfotografen und benötigen keine aufwendigen Vorbereitungen. Ganz schön schlechtes Signal. Benötigen keine aufwendigen Vorbereitungen. Wirklich? Also Grundschullehrer unterrichten ja auch nur Kinder. Fahrschullehrer unterrichten ja auch nur Anfänger. Die brauchen dann ja auch keine aufwendige Vorbereitung für den Unterricht, oder? Hä? Nee. Also ich kann euch sagen, mit bestimmt über 1000 Workshop-Teilnehmern in den letzten Jahren und Millionen von Zuschauern auf YouTube in Deutsch und in Englisch weltweit. Es ist nicht einfach. Und es ist etwas ganz anderes zu unterrichten, als einfach selber zu fotografieren. Man braucht Freude am Unterrichten, Sprach- und Präsentationsskills, die man trainieren muss, Selbstbewusstsein, Empathie, Verständnis und noch vieles, vieles mehr. Es gibt eine Menge guter Fotografen, aber das bedeutet ja nicht, dass die gut unterrichten, sprechen, mitreißen oder erklären können, oder? Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist oder ein Weg sein kann, Geld zu verdienen. Also wenn man da wirklich gut drin ist und Freude dran hat, dann ist das sogar richtig wertvoll. Irgendjemand muss ja das Wissen und auch den Spaß am Fotografieren von Generation zu Generation weitergeben. Aber es ist genau wie Content Creator zu sein, nicht einfach. Und nichts, was man einfach mal so nebenbei macht. Welchen ChatGPT-Vorschlag fandest du denn am besten? Hast du vielleicht noch weitere Vorschläge und Ideen? Vielleicht auch schon eigene Erfahrungen mit den Vorschlägen gemacht? Dann schreib es mal in die Kommentare. Und wenn du das erste Video dazu noch nicht gesehen hast, dann check's mal aus. Ist hier oben verlinkt. Vielleicht ist da ja auch was Cooles für dich mit dabei. Gib einen Daumen hoch, wenn du durch dieses Video etwas gelernt hast und abonniere den Kanal komplett kostenlos, wenn du es nicht schon getan hast. Mehr zum Thema vom Hobby zum Beruf lernst du übrigens in meinem kompletten Kurs auf lernvonben.de. Den gibt's hier auch über anderthalb Jahre kostenlos auf YouTube jeden Monat Release. Check mal die verschiedenen Lektionen ab. Kommt hier gleich im Anschluss eine Lektion. Also bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Benjamin Jaworski und ich wünsche dir richtig gute Fotos.